Ja, vielen Dank für die Einladung. Versailles und das Memeland. Ich habe das mehr oder weniger gute oder schlechte Stück auch mitgebracht. Der Vertrag von Versailles stellt sich gleich die erste Frage: Versailler Vertrag oder Versailler Diktat? Sie kennen ja sicherlich auch beide Begriffe. Vor 100 Jahren wurde also in der Tat verhandelt in Paris, aber die Sieger waren unter sich unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Die Besiegten wurden dann mit dem Ergebnis konfrontiert. Das Ergebnis will ich Ihnen also heute vorstellen. Wenn es Verständnisprobleme gibt, entweder akustischer oder anderer Art, bitte sofort melden, dann werde ich versuchen, die Probleme zu beseitigen. Die Verhandlung in Paris begann also am 18. Januar 1919. Am 18. Januar 1919. Und einige von Ihnen werden merken, das ist ein Jahrestag. Das ist der 48. Jahrestag der Proklamation des deutschen Kaisers im Spiegelsaal von Versailles. Und die Deutschen wurden mit dem Ergebnis der Konferenz konfrontiert am 7. Mai 1919. Auch das ist wieder ein Jahrestag. Das ist nämlich dann der Jahrestag, der vierte Jahrestag der Versenkung der Lusitania. Also dieses ganze Feld ist geprägt von Symbolik, von Hass, von Revanche. Neu und spezifisch an Versailles war nicht nur die Abwesenheit der Verlierer, der Besiegten bei den Verhandlungen, sondern auch der moralische Impetus. Also, dass ein Verlierer nach einem verlorenen Krieg Kontributionen zu bezahlen hatte, das war eigentlich immer so, wehe dem Verlierer. Aber nun war von Wiedergutmachung die Rede, von Reparation. Der Krieg war teuer gewesen und die Deutschen sollten ihn jetzt bezahlen. Und um das zu rechtfertigen, begann also gleich der Artikel 201, der Teil 8 über Wiedergutmachung mit dem Artikel 231, wo die bedeutungsschweren Worte drinstehen. Die Alliierten und assoziierten Regierungen erklären und Deutschland erkennt an, dass Deutschland und seine Verbündeten als Urheber für alle Verluste und Schäden verantwortlich sind, die die Alliierten und assoziierten Regierungen und ihre Staatsangehörigen infolge des ihnen durch den Angriff Deutschlands und seiner Verbündeten aufgezwungenen Krieges erlitten haben. Die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg war für die Deutschen hart, aber sie hatten einen Vorteil, abgesehen vom Rheinland, blieb ihnen eine Besatzung erspart, anders als nach dem Zweiten Weltkrieg. Und mit der Besatzung blieb ihnen dann auch eine Re-Education erspart. Und von daher war also nach dem Ersten Weltkrieg der Protest gegen diese einseitige Schuldzuweisung einhellig. Und der Historiker Hans-Ulrich Wehler spricht, Zitat, von einem nahezu lückenlosen Konsens im ganzen Land. Die Motivation für diesen Protest war also doppelt. Zum einen fühlte man sich beleidigt und ungerecht behandelt und zum zweiten wusste man auch, dass die Sieger also damit einen harten Krieg rechtfertigen würden. Bekannt sind sicherlich die Worte des wohlgemerkt sozialdemokratischen damaligen deutschen Regierungschefs Philipp Scheidemann. Welche Hand müsste nicht verdorren, die sich und uns in solche Fesseln legte? Lieber trat also Scheidemann zurück, als die Unterzeichnung dieses Diktats verantworten zu müssen.
Sein Nachfolger war dann Scheidemanns Parteifreund Gustav Bauer. Und er hat also die Argumente für eine Unterzeichnung auf den Punkt gebracht. Er meinte, es gelte, Zitat, dem unsagbar leidenden deutschen Volke einen neuen Krieg, die Zerreißung seiner nationalen Einheit durch weitere Besetzung deutschen Gebietes, entsetzliche Hungersnot für Frauen und Kinder und unbarmherzige längere Zurückhaltung der Kriegsgefangenen zu ersparen. Er hatte damit wirklich wichtige Punkte angesprochen, nämlich bei aller Härte nach dem Ersten Weltkrieg blieb den Deutschen im Großen und Ganzen, anders als am Zweiten, zum einen eine Besatzung erspart und ihnen blieb ihr Nationalstaat von 1871 bewahrt. Es war also nicht klar, ob man den hätte behalten können, wenn also die Alliierten weiter vorgerückt wären. Dann gab es tatsächlich immer noch die Hungerblockade. Die Hungerblockade hatte nicht mit dem, Sie wissen, diese englische Fernblockade zur See, diese Hungerblockade hatte nicht mit dem Ende der Kampfhandlung aufgehört. Es sind also auch noch Zivilisten nach Ende der Kampfhandlung an dieser Hungerblockade gestorben. Und von daher hatte also das Reich ein eminentes Interesse daran, diese Blockade zu beenden. Und dann hatten die Alliierten immer noch deutsche Kriegsgefangene. Und die wollten und die sollten auch nach Haus. Jedenfalls hat dann das Reich unterzeichnet und das unternahm dann am 28. Juni 1919 der Außenminister von Gustav Bauer, Hermann Müller, und Bauers Verkehrsminister, Johannes Bell. Am 18. Juli 1919 wurde der Vertrag unterzeichnet. Am 10. Januar 1920 trat er in Kraft. Er besteht also aus 15 Teilen mit zusammen 440 Artikeln. In der Einführung werden die Feinde und Vertragspartner Deutschlands vorgestellt. Das sind die sogenannten Hauptmächte, allesamt Großmächte. USA, Großbritannien, Frankreich, Italien und Japan, die fünf Hauptmächte. Hinzu kamen also Belgien, Bolivien, Brasilien, China, Ecuador, Griechenland, Guatemala, Haiti, Hedschers, Honduras, Kuba, Liberia, Nicaragua, Panama, Peru, Polen, Portugal, Rumänien, das Königreich der Serben, Kroaten und Slowenien, Siam, die Tschechoslowakei und Uruguay. Also alles die Vertragspartner der Verlierer. Es gab ja separat Frieden für jeden einzelnen Verlierer, die Vertragspartner und Siegermächte. Der erste Teil des von Versailles beinhaltet die Völkerbundssatzung. Die Völkerbundssatzung lag ja dem US-Präsidenten sehr am Herzen, analog im Grunde zu den Vereinten Nationen nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Völkerbundssatzung oder der Völkerbund hätte sicherlich von der Idee her was Feines werden können, hat ja auch einen sehr pathetischen, anspruchsvollen Namen, Völkerbund, aber zumindest anfänglich hat es sich also um einen Siegerbund gehandelt. Die Verlierer durften anfänglich nicht mitmachen und deshalb muss man den Völkerbund eben doch zumindest in den Anfangsjahren als ein Instrument verstehen. Die Ordnung, die die Sieger geschaffen hatten nach dem Ersten Weltkrieg, gegen die Verlierer zu verteidigen. Wir haben ein ähnliches Phänomen wie nach dem Zweiten Weltkrieg. Das Problem ist auch, dass die Engländer die Überseeverbindung gekappt haben, also die Meereskabel. Und von daher waren also gerade auch so die überseeischen Gebiete einseitiger Entente-Propaganda ausgesetzt. Die Deutschen konnten also kaum gegenhalten. Und die Angelsachsen haben ja auch gute Propaganda geleistet. Sie kennen ja dann sicherlich möglicherweise die berühmten Belgien-Gräuel, nicht? Wo dann, also auch hier ein kompliziertes Feld,
Es ist also so gewesen, Sie wissen ja, Deutschland ist einmarschiert in Belgien zu Beginn des Ersten Weltkrieges, unter Bruch der belgischen Neutralität. Und da ist es also so gewesen, dass teilweise Zivilisten zur Waffe gegriffen haben und teilweise auch Soldaten in Zivil zur Waffe gegriffen haben, was ja völkerrechtswidrig ist. Das hat dann aber teilweise zu sehr heftigen Gegenreaktionen von deutscher Seite geführt. Es hatte also Völkerrechtsverletzungen auf beiden Seiten gegeben, aber die wurden dann eben von den Angelsachsen aufgebauscht. Und dann heißt es, was weiß ich, die Deutschen hätten Babys getötet oder was auch immer oder verstümmelt. Also es gab eine, kennt ja vielleicht auch den Begriff, eine buchstäbliche Gräuelpropaganda, und die blieb nicht wirkungslos, vor allen Dingen bei den neutralen Staaten, zumal dann eben auch das Deutsche Reich Probleme hatte, mit Informationen gegenzuhalten aus den genannten Gründen. Ja, und der zweite Grund ist natürlich, dass man sich im Zweifelsfall immer lieber an die Sieger als an die Verlierer hält, nicht? Und wenn man dann hinterher von den absehbaren Siegern unter Druck gesetzt wird, ob man nicht auch mit zu den Siegern gehören wolle oder ob man sich etwa ausschließen wolle, dann gibt der ein oder andere schon mal nach, ne? Haben wir leider auch noch im Zweiten Weltkrieg erlebt. Also wenn man dann liest, wer da alles sich mit uns im Kriegszustand befand. Ja, es ist eben so, Propaganda ist wohl leider nicht des Deutschen Sache. Das können andere besser als wir. Das ist also die Erklärung dafür. Den Teil 1 hatte ich erklärt. Anders als die Vereinten Nationen wurde der Völkerbund noch zusätzlich dadurch geschwächt, dass die USA nicht mitgemacht haben. Teil 2 und 3 von Versailles betreffen dann die Grenzen Deutschlands und politische Bestimmungen über Europa. An etwa die Hälfte seiner Nachbarn musste Deutschland Territorien abtreten, und was eben als bitter empfunden wurde, teilweise sogar an Länder, gegen die man gar nicht Krieg geführt hatte. Also Dänemark sei hier genannt. Und es drängt sich eben der Verdacht auf, dass also ganz bewusst möglichst viele deutsche Nachbarn mit deutschem Siedlungsgebiet versorgt wurden, damit sie also ein Interesse daran haben, Deutschland unten zu behalten, damit sich die Deutschen das nicht zurückholen. Versailles kostete das Deutsche Reich etwa 13% seines Territoriums mit 10% seiner Bevölkerung. Verloren gingen mit den Gebieten das Weltkalimonopol, 80% der Eisenerzvorkommen, 63% der Zinkerzlager, 28% der Steinkohleförderung, 40% der Hochöfen, etwa ein Fünftel der Kartoffelrocken und Getreideerzeugung, rund ein Zehntel der Weizen- und Hafererzeugung. Zu diesen 13% des Territoriums, die verloren gingen, die das Reich abtreten musste, gehörte auch das Memelgebiet, also der Teil Ostpreußens rechts der Memel. Begründet wurde diese Forderung damit, dass dort viele Litauer leben würden und dass die junge Republik Litauen ja einen funktionierenden großen Hafen benötige, und das sollte eben Memel sein. Interessanterweise wurde aber in Versailles das Memelgebiet nicht Litauen zugesprochen. Da heißt es vielmehr, Artikel 99, Deutschland verzichtet zugunsten der alliierten und assoziierten Hauptmächte auf alle Rechte und Ansprüche auf die Gebiete. Deutschland verpflichtet sich, die von den alliierten und assoziierten Hauptmächten hinsichtlich dieser Gebiete, insbesondere über die Staatsangehörigkeit der Einwohner getroffenen Bestimmungen, anzuerkennen. In der Praxis übernahm jetzt erstmal Frankreich die Verwaltung. Anders als das Memelgebiet hatten die Sieger ja Danzig zu einem Freistaat gemacht. Das war zwar nicht unbedingt für Deutsche grundsätzlich erstrebenswert, ab vom Reich in einem Freistaat zu leben. Doch in der memeländischen Bevölkerung setzte sich doch die Idee durch, die Überlegung, dass man sowieso keine Chance habe, zum Reich zurückzukommen. Und bevor man dann also irgendwie litauische oder polnische Fremdherrschaft erleiden muss,
da wird man dann doch lieber Freistaat. Und es hat dann eine Umfrage gegeben in der Bevölkerung und dafür gab es dann auch eine breite Mehrheit. Auch der deutsche Außenminister fand die Idee eines Freistaates Memelland oder Memelgebiet nicht unattraktiv. Auch der französische Oberkommissar, also der französische Verwaltungschef im Memelgebiet, stand dem positiv gegenüber. Und die Pariser Botschafterkonferenz, das war also eine Konferenz der Botschafter der Hauptligamächte in Frankreich zusammen mit dem französischen Botschafter, die dann hinterher eben dafür sorgen sollten, dass Versailles ordnungsgemäß durchgesetzt wird. Die Pariser Botschafterkonferenz freundete sich also auch mit dem Gedanken an eines Freistaates. Das bekam die litauische Regierung mit und die war davon weniger begeistert. Die schwärmte dann doch eher, und da schwebte eher ein litauisches Memelgebiet vor. Und es kommt dann zur sogenannten Klaipeda-Revolte. Da sind litauische Soldaten in das Memelgebiet eingerückt, aber nicht als litauische Soldaten, sondern in Zivil und haben dann so getan, als wären sie autochtone, litauenfreundliche Memeländer wären. Und diese Freischärler haben dann diese Aufständischen haben dann die Franzosen in die Devise gedrängt. Also die Franzosen waren, die französische Armee war der litauischen Armee naheliegenderweise weit überlegen, aber die Franzosen waren ebenso verständlicherweise schlecht motiviert, deutsches Siedlungsgebiet gegen Litauen zu verteidigen. Sie zogen sich also zurück und die Litauer waren auch klug genug, den Franzosen also einen ehrenvollen Rückzug zu ermöglichen. Nun ist es so, dass neuere Erkenntnisse ergeben, muss man ehrlich sagen, dass nicht nur die Litauer diese sogenannte Revolte, die Klaipeda-Revolte, gut fanden und die wenig, vergleichsweise wenig litauenfreundlichen Memeländer, sondern auch Berlin und Moskau. Das mag ein wundern, aber die Überlegung in Berlin war, lieber ein litauisches Memelgebiet als ein polnisches Memelgebiet. Das Trauma war, dass Ostpreußen von Polen umzingelt wird. Dann doch lieber das Memelgebiet in der Hand eines kleinen Nachbarn wissen, als in der Hand Polens oder gar in der Hand Frankreichs oder Englands als deren Exklave. Also Berlin hat also mehr als stillgehalten, als dann hinterher deutsche Polizei, die Polizei im Memelland Waffen kaufen wollte beim Reich. Gegen die Revolte hat das Reich das Reich dem nicht zugestimmt, hat also die Waffen vorenthalten. Zudem hatte das Reich zu der Zeit auch andere Probleme, nämlich gleichzeitig fing ja der Ruhrkampf an. So, und von daher arrangierte sich langsam auch die Botschafterkonferenz in Paris mit der Idee eines litauischen Memelgebiets. Man anerkannte also diesen fait accompli und diesen Aufstand, den hat es 1923 gegeben. Und 1924 stimmen dann also die Siegermächte zu, setzen aber wenigstens die sogenannte Konvention über das Memelgebiet durch. Dem müssen also die Litauer zustimmen. Und das bedeutet, die Litauer müssen den Memeländern im litauischen Gesamtstaat Autonomie gewähren. Als Anlage gibt es das Statut des Memelgebietes, so eine Art Grundgesetz des Memelgebietes, das also Autonomie vorsah. Der litauische Präsident durfte den Gouverneur des Memelgebietes bestimmen und der Gouverneur wiederum durfte den Landespräsidenten, also den Regierungschef des Memelgebietes bestimmen.
Aber der war wiederum vom Parlament, dem Landtag, abhängig. Und da hatten die Deutschen, nämlich der Landtag wurde ja demokratisch gewählt, also eine ganz breite Mehrheit. Und dieser Landespräsident musste also immer lavieren, auf der einen Seite zwischen dem Gouverneur, der ihn ernannt hatte, und auf der anderen Seite dem Landtag, von dem er abhing. Dieses ganze Statut verlor allerdings schon zwei Jahre später, 1926, an Bedeutung. Da gibt es nämlich in Litauen einen Putsch. Litauen hört auf, eine Demokratie zu sein. Und es gibt dort seit 1926 ein autoritäres Regime nach dem Vorbild Italiens unter der Leitung von Antanes Methone. Und dieser Antanes Methone verhängt dann gleich den Kriegszustand über das Memelgebiet und setzt damit dann die Rechte der Memelländer außer Kraft. Zu einer weiteren Verschlechterung des Status der Memelländer kommt es dann im Zuge der nationalsozialistischen Machtergreifung. Jetzt wird von Litauen im Memelgebiet eine verschärfte Litauisierung durchgeführt. Also Beamte aus Litauen werden dorthin versetzt. Und es gibt ein Gesetz zum Schutz von Volk und Staat. Und damit werden dann Organisationen und Repräsentanten des Deutschtums im Memelgebiet verfolgt. Und legitimiert wird das damit, dass die Memeldeutschen angeblich einen Aufstand planen. 126 Memelländer wird also der Prozess gemacht, eben mit der genannten Begründung. Es ist also bis heute umstritten, ob man diese Sorge nun wirklich in Litauen gehabt hat, vor einem pro-deutschen Aufstand der Memelländer, oder ob es nur vorgeschoben war. Es kommt dann nach dieser Verschlechterung der Beziehung im Frühjahr 1938 zu einem grundlegenden Wandel in der litauischen Politik. Dafür gibt es jetzt zwei Gründe. Das eine ist der Anschluss Österreichs. In Litauen wird also erkannt, dass das Reich jetzt ernst macht mit der Revision von Versailles und der Lösung von Versailles und genauso wichtig, dass die Siegermächte das zulassen. Es gibt dann aber noch ein zweites Ereignis in der Zeit. Es gibt einen polnisch-litauischen Grenzzwischenfall. Also ein polnischer Grenzsoldat wird auf litauischem Gebiet im Rahmen eines Schusswechsels getötet. Die polnisch-litauischen Beziehungen sind stark angespannt. In Wilna, das also damals zur Republik Polen gehörte, fordern Demonstranten, wir wollen nach Memel. Polen fordert jetzt die Aufnahme diplomatischer Beziehungen und die Anerkennung des territorialen Status quo. Und Deutschland schlägt sich auf Seiten Polens. Und nun wird es also für Litauen gefährlich. Man hat die beiden großen Nachbarn, Deutschland und Polen. Und beide hat man auf einmal gegen sich. Litauen versucht es erst einmal mit einer Annäherung an Polen, muss dann allerdings feststellen, dass die Polen sich dadurch noch in ihrem Bestreben bestärkt fühlen, die polnisch-litauische Union wiederherzustellen. Also in den Augen eines richtigen polnischen Nationalisten hat Litauen als eigenständiger Staat gar keine Existenzberechtigung, sondern ist ein Bestandteil der polnisch-litauischen Union, wie es sie bis zu den polnischen Teilungen gegeben hat. Und Litauen ist am besten in einer Union aufgehoben, die von Warschau aus regiert wird. Ja, und auf polnischer Seite glaubt man jetzt, man könne auf diesem Wege weitergehen, nachdem sich jetzt Litauen annähert. Das möchte aber Kaunas, also die Hauptstadt von Litauen, die litauische Regierung auf keinen Fall. Die wollen ihre Selbstständigkeit behalten. Und nolens volens nähern sie sich dann also dem Reich an. Und das Reich gibt also relativ klar zu verstehen, über gute deutsch-litauische Beziehungen können wir gerne reden, aber
die Rückgabe des Memelgebietes wäre dafür eine Voraussetzung. Und auf litauischer Seite ist man schließlich bereit, diesen Preis zu bezahlen. Es kommt also am frühen Morgen des 23. März 1939 zu einem Treffen in Berlin, wo der litauische und der deutsche Außenminister einen Staatsvertrag unterzeichnet, wohlgemerkt noch vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Und in diesem Vertrag heißt es, Artikel 1, das Memelland, welches Deutschland im Vertrag von Versailles aberkannt wurde, wird ab heute mit dem Deutschen Reich wiedervereinigt. Artikel 2, das Memelland muss mit sofortiger Wirkung vom litauischen Militär und der litauischen Polizei geräumt werden. Die Regierung übernimmt dabei die Verantwortung, dass das Territorium trotz der Evakuierung in geordneten Verhältnissen verlassen wird. Beide Seiten werden Kommissare nennen, die imstande dazu sind, die Übergabe der Administration durchzuführen, die nicht in den Händen der autonomen Behörden des Memelandes liegt. Regulativen für den Rest der Fragen resultierend aus dem Austausch an Staatssouveränität, speziell betreffend wirtschaftlicher und finanzieller Fragen sowie Fragen von Beamten und Bürgerschaft sind für weitere spezielle Abkommen vorbehalten. Artikel 3, um für die ökonomischen Notwendigkeiten der litauischen Wirtschaft zu erfüllen, wird eine freie Hafenzone im Memel angelegt. Da wird dann wieder diesen Wunsch Rechnung getragen, Litauen braucht einen Hafen. Artikel 4, um die Entscheidung zu bestärken und die freundschaftliche Entwicklung der Beziehungen zwischen dem Deutschen Reich und Litauen zu schützen, verpflichten sich beide Seiten, weder gegen den anderen vorzugehen, noch einen Angriff einer dritten Partei zu unterstützen. Artikel 5, dieser Vertrag tritt sofort nach der Unterzeichnung in Kraft. Als Beweis für die Unterzeichnung des Vertrags wird er einmal in litauischer, einmal in deutscher Sprache vorbereitet. Also ich wiederhole es nochmal, dieser Vertrag wurde vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs geschlossen und soweit auch freiwillig. Es gibt dann immer wieder die Frage, gab es von deutscher Seite ein Ultimatum? Aber selbst die, die sagen, dass von deutscher Seite Litauen unter Druck gesetzt worden sei, räumen selber ein, dass wenn man das wirklich als diesen vorgetragenen Wunsch der Deutschen, das Memelgebiet zurückzubekommen, als Ultimatum interpretieren will, fehlt immer noch eine Frist. Nämlich, es gibt keine Äußerung von deutscher Seite, ihr müsst bis dann und dann das Gebiet zurückgegeben haben, sondern es wird nur gesagt, Voraussetzungen für gute Beziehungen wäre eben eine Rückgabe. Und Litauen war nicht nur an guten Beziehungen interessiert, weil es nicht wollte, dass es ein Opfer Deutschlands wird, sondern weil es eben auch Unterstützung gegen Polen wünschte. Es kommt dann zum Zweiten Weltkrieg. Litauen wird dann wie das gesamte Baltikum sowjetisch. Es wird dann als litauische Sowjetrepublik in die Sowjetunion integriert. Häufig wird dann den Deutschen der Vorwurf gemacht, sie hätten das Baltikum Stalin ausgeliefert. Ich muss ganz ehrlich sagen, gegenüber Litauen kann ich diesen Vorwurf nicht ganz anerkennen. Nämlich berühmte deutsche langjährige Außenminister der Weimarer Republik, Gustav Stresemann, 1930 verstorben, wirklich über jeden Verdacht erhaben, hat also schon lange vor der NS-Zeit gesagt, Zitat, ich finde, dass der junge litauische Staat sich sehr schlecht in der Völkerfamilie einführt, durch die Art, wie er in Memel vorgeht. Die Litauer sollten daran denken, dass sie vielleicht einmal selbst für ihr Selbstbestimmungsrecht kämpfen müssen. Jetzt erlebten also die Litauer eine russische Fremdherrschaft, die dann vorher eben die Memel-Deutschen mit einer litauischen Fremdherrschaft überzogen hatte. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat die Sowjetunion diesen deutsch-litauischen Vertrag ignoriert, interessanterweise. Man ging also wie selbstverständlich davon aus, dass das Memel-Gebiet dann zu Litauen gehört. Und deshalb wurde es dann auch der litauischen SSR zugeschlagen
und nicht der russischen sozialistischen föderativen Sowjetrepublik. Aber das war ja alles lange Zeit relativ Schnuppe, weil trotz gegenlautender Außendarstellungen die Sowjetunion, die Union der sozialistischen Sowjetrepubliken, ja ein sehr zentralistischer Staat war, der von Moskau zentralistisch geführt wurde, und da war es relativ egal, ob man nun zur litauischen Republik gehörte oder zur russischen. Das änderte sich natürlich mit dem Zerfall der Sowjetunion 1990 und die Memel als Grenze, also die Grenze zwischen dem Memelgebiet und dem südlich links der Memel liegenden Teil von Ostpreußen gewann also an Bedeutung, nämlich Litauen und Russland sind ansatzweise verfeindete Staaten. Litauen gehört mit dem Memelland zur NATO und EU, und heute leben wir in einer Situation, wo deutsche Bundeswehrsoldaten in Litauen stehen, um notfalls dafür zu kämpfen, dass ein litauisches Memelgebiet existieren bleibt. Vielen Dank.